Was geht ab, Leute? Der Pyranel PS in the house. Nein, Spaß beiseite, ja. Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Masters Online. Wie ihr sehen könnt, wir sind wieder in Dark Center. Ja, wir haben nur noch ein Yoga-Ship, was ein bisschen scheiße ist. Das heißt, ich müsste jetzt, weiß ich nicht, 20 Level oder so machen. Und dafür habe ich gerade keine Zeit. Das heißt, das wäre dann die letzte Aufnahmesession erstmal für Omegamon, bis ich mir dann eine neue Paisy hole und mir einen 30 Tage Yoga-Ship leisten kann oder so. Ja. Ein bisschen bitter, oder? Deswegen, ich überlege gerade, soll ich Omegamon weiter leveln? Oder soll ich anfangen, Renamon zu leveln? Oder. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, wir leveln Omegamon weiter. Zumindest noch bis 55 oder so. Ja, das Problem ist, da müssen wir am besten beide Seiten bis 55 ziehen und schaffe ich nicht. Mit einem Chip. Ja, was machen wir? Gehen wir ein bisschen auf Farming-Tour. Ja komm, wir gehen eine Runde farmen. Dann seht ihr auch mal, wie es ist, Dinge zu farmen, statt einfach nur dumm zu leveln. Werden wir jetzt Monodramon-Eier farmen? Oder irgendwie sowas? Ja, die Terminal B2. Was geht? ja. Monodramon oder Lobmon, irgendwie sowas. Irgendwann was uns Kohle einbringt, weil wir gammeln auf Nüsse rum. Wir haben nichts, gar nichts. Und das nervt mich. Deswegen, ja. Ich hoffe, wir finden ja auch einen Platz, wo wir vernünftig alleine leveln können, farmen können. Wir könnten also hier jetzt rechts um die Ecke kommt gleich. Hier haben wir Monodramon. Und wie immer ist der Platz belegt. Gehen wir mal in Channel 0. Monodramon ist am beliebtesten. Erstens mal musst du nicht so weit laufen. Und hier ist schon wieder einer. Ach, hier sind sogar mehrere. Oh, eigentlich, ey. Ja, das heißt einfach Channel switchen. So gut es geht. Bis du dann irgendwann, oh mein Gott, einen Platz gefunden hast, wo du farmen kannst. Aber ich glaube, das wird so nichts. Wir müssen zu Cyberdramon, um diese Eier zu farmen. Fett. Ja, also das wird schon mal nichts. Hier haben wir gleich links um die Ecke ist Sinduramon, da können wir Kiwimon Eier farmen, aber selbst das ist belegt. Oh mein Gott. Als nächstes kommt der Keramon Spot. Auch der ist voll wie eine Hobbitze. Was scheiße ist. Ja, wir gucken, ob wir jetzt Cyberdramon den Spot nehmen. Wir könnten auch Mechanorimon nehmen. Ich will einfach nur irgendwas. Also Mechanorimon wäre ein bisschen scheiße. Also Hagurumon, Mechanorimon Line wäre ein bisschen, weiß ich nicht, fände ich bitter, weil die Eggs gibt es schon so zu kaufen. Weil die ganz günstig sind, deswegen kann man die jetzt nicht für teuer verticken. Bringt uns dann dementsprechend gar nichts. Ich möchte natürlich Geld farmen, damit wir unser Renamon auf 12-12 ziehen können. Also enchanten. Und danach dann gechillt leveln, weil ich bin eine faule Sau, ich habe keinen Bock mehr normal zu leveln. Mit normalen Stats und sowas. Selbst wenn Digomon ist voll. Hier haben wir dann, hier müsste Cyberdramon sein. Ja, Brainwash, bla bla. So, Cyberdramon. Oh mein Gott, selbst das hier ist voll. Selbst hier ist eine. Aber der Spawn hier ist gut. Soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nur nicht. Ja, komm, wir machen das mit Omegamon. Denke ich. Oh ja, fett, korrekte Sache. Absteigen. Ja. Wir machen das Ganze mit Omegamon, denke ich.
wäre so eine Idee, aber wir haben kein Frühstück dabei. Oh mein Gott! Ich bin ein Held. Mit 22 hiervon kommen wir nicht weit. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Ja, jetzt seht ihr mal, wie es ist, wenn man seinen Kopf vergisst. Gibt's irgendwas Neues? Ja, nein. Lass mich überlegen. So wirklich was Neues gibt es nicht. Nein. Also, es ist alles beim Alten geblieben. Es sind gerade mal ein paar Tage vergangen oder so. Ja, die letzte Folge, die ihr gesehen habt, war die super tolle Ich hab null Bock. Ich hab null Bock Folge. Ich habe auch nichts zu erzählen Folge. Ja. So, ich nehme gerade wieder mit Fraps auf, weil es einfach besser läuft, angenehmer ist. Da brauche ich auch keine Angst haben, dass irgendwie, weiß ich nicht, mitten in der Aufnahme alles ausfällt oder so und ich auf einmal nur für mich quatsche. Das war eh das Geilste. Hab gedacht, ich nehme die ganze Zeit noch auf und laber und laber und laber und laber und guck dann so nach oben links, so rein zufällig, so. Warum sieht das Zeichen so normal aus, als würde ich nicht aufnehmen? Ich guck so nach unten. Der nimmt gar nicht mehr auf. Guck ich auf die Festplatte. 1,5 Terabyte voll. Ich so, das kann doch nicht sein, Alter. Naja. Und, ja. Dann hatten wir den Salat. So. Fliech und siech. Ich muss noch 5er Karten farmen. Dafür müssen wir aber unser Renamon auf Level 40 ungefähr bringen. Dafür müssen wir Renamon enchanten. Und dafür müssen wir erstmal farmen. Ich würde ja die Karten machen, die ich habe, aber die will ich ja für uns behalten. Deswegen. Ja. Aber auch mit Omega-Mod farmen wird ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen scheiße. Weil, wenn ich jetzt mit dem Farmen gehe und der kriegt nicht genug XP, kommt kein Level up, bla Keks. Versteht ihr? Meine Logik. Der kommt kein Level up. Der bekommt. Ich glaube, wir bekommen B2, also. Dieser Dungeon B2 bekommen wir die Hälfte von Digimon Maze und gerade mal ein Drittel von Digimon, wie heißt das, Maze F1, F2, ihr wisst schon, halt diese normalen Stellen, ne, wo ich die Quests gemacht habe. Ja, das wäre ein bisschen scheiße, aber was willst du machen? Hoffentlich um die 5. Ach ja, hier gibt's das Disc Seller. Sag mal, ja, was tickst du so an Discs? Nur bis F. 700. Nee. Nehmen wir nicht. Ach, ey. Leute, ich bin gerade überfragt. Was mache ich? Wir haben 120 M, damit können wir nicht viel anfangen. Wir können uns keine 5er-Karten leisten, um Digicore zu farmen. Wir könnten Renamon Level. So, das, was mir so einfällt, aber ohne Dingens. Ohne Enchant. Ja, komm, Alter, ich zeig euch einfach, wie das ist, wenn man ohne Enchant ist. Auch wenn ich darauf gerade nicht so wirklich Bock habe. Aber irgendwie will ich Renamon endlich leveln und, Omegamon machen wir dann, wenn ich wieder Dingens genug Yogris Chips habe, beziehungsweise ein 30 Tage Yogris Chip. Was haben wir noch? Darkomon ist Level 54, 84, der muss auch noch auf 90. Der ist 47, der kann da gammeln. Der ist Level 12. Egal, komm. Nehmen wir. Ach ja. Ist das nicht schön? Ich in meinem Pedobär-Outfit mit Spikes. So, wir sind Level 1. Das heißt, wir können hier direkt vorne am Anfang noch nicht leveln, denke ich. Oder?
Wir testen es einfach aus. Was sind wir? Data, ne? Data ist stark gegen Wakin. Ja, Data ist stark gegen Wakin. Das heißt, wenn wir jetzt. Wer ist denn da Wakin? Nur Gabumon wäre Wakin. Glaube ich. Biermon ist auch Wakin. Biermon ist Wakin. Gabumon wäre Data, genau so war das. Testen wir einfach mal aus. Aufladen. So, mein Hübscher. Meine Hübsche, ich weiß nicht. Wisst ihr, was Renamon ist? Männlich, weiblich? Ich denke weiblich, aber. In der Serie hört er sich halt sehr männlich an. Ja, guck mal, das packt der easy peasy. Ohne Probleme. Ach, komm, Alter, dann ziehen wir in dieser Aufnahmesession einfach durch bis 25. Oder vielleicht auch schon bis 41. Ich weiß noch nicht, wie ich gerade Bock habe. Wir haben ja schön einen Implication Booster. Halbe Stunde. In einer halben Stunde sind wir ruckzuck Level up. So, Inventar ist schön leer. Das heißt, wir können auch nebenbei gut farmen. Go, go, Renamon. So. Alles aufheben diesmal. Diesmal muss ich echt alles aufheben, weil ich brauche endlich die Kohle. Ja. Ihr seht, ich gammel auf dem letzten Ast. Ich könnte jetzt mein anderes Gabumon, was 84 ist, leveln bis auf 90. Dann würde ich ein bisschen Kohle machen mit Klona. Yay! I give you neuer Skill. Wie heißt der? Koyusetsu. Koyusetsu. Das ist. Hey, guck mal, das ist ohne Probleme. Bin ich gut. So, B cannot use during battle. Ich will, dass der rausgeht. So. Ach so, ja klar. Kannst du nicht auswechseln. So. Und wir können keinen gerade reinfügen. Ich nehme den zur Sicherheit lieber raus, weil ich habe keinen Bock, dass der irgendwie, dass ich aus Versehen mal irgendwas Falsches klicke und dann bam, bin ich ihn los. Und das war's dann. Kein Omegamon mehr, bla, Keks. Ich werde auf jeden Fall bis zum Event, also bis zum 24.05. Nicht vergessen, Leute, ganz wichtig. Ich denke mal so 16 Uhr werde ich einen neuen Yogis-Chip haben, ein 30-Tage-Yogis-Chip, falls wir dann unterwegs mal failen oder so. Vielleicht werde ich davor auch schon Level 60 sein. 55 will ich auf jeden Fall probieren mit beiden Seiten. Also jeweils 4 Level noch. Das müsste auf jeden Fall klar gehen. Ja. Damit ich nämlich hier diese Chipsets benutzen kann, die ich jetzt gerade drin habe. Diese All Attribute. Für alle. Nicht All Attribute, sondern All Classes. So, Renamon ist, ich finde, meiner Meinung nach echt stark, eigentlich. Also was von dem, was ich bis jetzt sehe. Weil mit Level 1 schon bei Level 11, bin bei Level 11 Digimon. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das können wir so weiterführen. Und ich, wie ihr sehen könnt, ich muss kaum heilen. Und der hat gerade mal eine Defense von 18. Ja, okay, 13 durch mein Tamer. Ja, das ist 21 Punkte. Das geht gut, ja. Deswegen ist das vielleicht so. Genau, dann könnte es sein, dass dieses Pedobär-Outfit unsere Defense. Weil unsere Defense so stark durch diesen Pedobär-Outfit hier. Durch mein sexy Panda mit Sonnenbrille. ja, dass dadurch so einiges besser läuft. Was gibt's Neues? Ja, ich habe gestern den Rank Rating von League of Legends endlich geschafft. Also wir haben ein paar Spiele gespielt, ein paar Ranks gespielt. Jetzt bin ich Silver Division 5 mit irgendwie 7 Siege von 12 Spielen. Es ist nicht so super, ich weiß. Aber ich bin halt noch Anfänger in dem Spiel. Relativ Anfänger.
Ich habe so eine Zeit lang gespielt, dann habe ich mal wieder aufgehört und jetzt habe ich mal wieder angefangen, weil es im Moment Spaß macht mit ein paar Leuten.